alles weglassen, aber keinen Blödsinn konstruieren. Ja, für mich leider unbrauchbar, wenn er wenigstens 60 fahren würde. So. Und das ist, glaube ich, schon das ganze Ende der Sicherheitsfeatures. Einen Sportwagen aufbauen für die Rennstrecke. Ja, diese Bauform, wie man sie aus Motorrollern und so weiter kennt. Und was mich halt daran so ein bisschen stört, ist der Gedanke, dass der öffentliche Verkehrsraum den Autos vorbehalten ist oder den schweren Fahrzeugen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute den 29. Juli, Earth Overshoot Day. Das heißt, wir haben bis jetzt alle Ressourcen verbraucht, die in diesem Jahr verbraucht, die der Planet sozusagen wieder reproduzieren kann. Wir leben jetzt auf Kredit, nicht wahr, Erik? So ist es. Das und passend genau dazu... Genau genommen ist es sogar so, dass das der durchschnittliche Wert ist der gesamten Erde. Und unser Ressourcenverbrauch als Deutsche, als Deutschland, wäre sogar so, dass wir sozusagen 3 Erden pro Jahr bräuchten. Puh, das ist ordentlich. So, aber passend dazu wollen wir an unser letztes Video anknüpfen mit dem Citroën Army, den du dir ja besorgt hast, oder sollten wir besser sagen, den du für deine Kinder besorgt hast. So ist es. Sozusagen die Eigentumslage ist klar. Ich wasche den Wagen nicht. Sondern die Fahrzeugpflege obliegt dem Eigentümer und das ist mein Sohn und meine Tochter. Eure Fragen unter dem letzten Video, schaut es euch unbedingt mal an, da führt Erik das nochmal ein bisschen genauer aus, wie das Ganze oder wie du das Fahrzeug einfach verkehrspolitisch sozusagen, könnte man sagen, oder so, aus der sozialen Sicht betrachtest. Gut. nicht soziale Sicht, man müsste sagen, du hast einen sehr schönen Satz gesagt, und zwar die Demokratisierung der Mobilität. Ja, ich habe es mal ausgesprochen, aber der Satz, der stammt von Citroën. Ah, okay, siehst du? Gut, wusste ich auch nicht. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, hier oben ist das Video verlinkt. Aber kommen wir mal zum Army. Ja. Und zwar, da waren sehr viele technische Fragen. Wir hatten zum einen Fragen, ja, wie sieht es aus, kriege ich für den überhaupt Winterreifen, sind es spezielle Räder, wie sieht es aus im Innenraum, wie viele Leute haben da Platz, wie groß kann man sein, um da drin zu sitzen und so weiter und so fort. Das werden wir heute alles klären. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. In der Zwischenzeit hat Opel das mit dem Citroën Army baugleiche Modell ROX-e vorgestellt und bekannt gegeben, dass dieser bereits ab Herbst in Deutschland starten soll. Genaue Preise und Konfigurationen sind noch nicht bekannt. Also man sitzt normal drinne und ich habe über dem Kopf mit 1,81 noch so viel Platz. Also Handybreite ungefähr. Weiter geht der Sitz nicht zurück. Nee. Aber ich sag mal 1,90 kein Problem, würde ich jetzt sagen. Bei 2 Meter, Also das hieß jetzt nicht, ich bin jetzt 1,75 und ich habe jetzt nicht den Sitz besonders verstellt, um hier den Eindruck zu erwecken, hier wäre noch ein riesen Kofferraum, aber... Also ich würde den Sitz auch mit dem Gepäck hinter mir nicht anders einstellen. So, der Beifahrersitz, hast du gesagt, ist fest montiert mit 1,81. Auch hier, ne, logisch, über dem Kopf ungefähr eine Handybreite. Und hier vorne ist so ein Kofferfach. Das heißt also, wenn man möchte, kann man hier auch einfach, wenn jetzt da kein Koffer steht, einfach die Beine ausstrecken. Also ist definitiv... Wenn vielleicht auch nicht als Fahrer, aber als Beifahrer ist hier noch Platz. In den Army passen diese ganzen Taschen und locker noch 2 weitere Personen. Sogar zusätzlich zu 2 Personen meine großen Caesars-Taschen, die ich ja vom T&E-Shop habe. Hier, damit ihr mal einen Größenvergleich habt, hier von der Größe steht normalerweise ein Stativ drin. Also die ist nicht klein. Und hier in der Tasche sind alle möglichen Kameras. Zusätzlich natürlich noch vorne Eriks Tasche. Am Haken gehangen und die von seinem Sohn. Das heißt also, du hast hinterm Fahrersitz Platz, je nachdem, wie weit der Fahrersitz natürlich nach hinten geschoben wird. Auch wenn man ihn aufs Maximum nach hinten schiebt, passen immer noch 2 solche Rucksäcke dahinter. Und vorne vor dem starren Beifahrersitz, da ist so ein Kofferbereich, wo man sozusagen einen Koffer abstellen kann. Und wenn kein Beifahrer mitfährt, dann kann man dort natürlich den gesamten Fußraum nutzen, sowohl als auch den Sitzbereich. Es sei noch kurz dazu gesagt, man hat dort so ein Netz im Fußraum des Beifahrerbereichs, damit die Taschen nicht in den Fußraum des Fahrers fallen. Und man hat zusätzlich auch noch Netze in den Türen. Diese sind aber optionales Zubehör. So, und von den Taschen war dann natürlich noch eine Frage, wie sieht es denn aus mit dem Bierkasten? Bierkasten haben wir jetzt nicht, aber
Erik, wir haben einen Wasserkasten, oder? Das trifft's. Ja. Also, Wasserkasten, damit man ungefähr mal ein Gefühl dafür bekommt. Das wäre ungefähr im Fußraum. So ein Wasserkasten würde auch in das Kofferfach passen. Bierkasten würde da wahrscheinlich nicht reinpassen, aber wahrscheinlich nur ein Elferkasten oder so. Also nur damit ihr mal ein Gefühl bekommt für die Größenverhältnisse hier. Bierkasten, auch von der Breite her, passt hier ohne Probleme hin. Wenn der Fahrer etwas kleiner ist, also ich tippe mal so auf 1,60, also 1,65, 1,70, dann würde so ein Wasserkasten wahrscheinlich auch hinter den Fahrersitz passen. So, Erik, der Sound ist ja auch schon mal gut. Aber nicht von Haus aus. Das war auch eine Frage, ob der Ami ein Radio hat, USB, whatever. Der Ami hat in der besseren Ausstattung eine Funktion und die heißt USB-A-Anschluss. Okay, also standardmäßig ist der in der einfachen Ausstattungsvariante, genau, ist der nicht mit drin? Der ist nicht dabei in der einfachen Ausstattungsvariante. Das ist also hier schon mit vollem Feature-Paket ausgestattet. Und da endet auch schon das ganze Entertainment-Paket. Das heißt, Citroën geht davon aus, dass man für den Ami aus der Ami-Kollektion einen Bluetooth-Speaker kauft und den hier vorne sozusagen vor der Tachometereinheit in ein davor vorgesehenes Halteloch reinsteckt, wo eben da natürlich auch andere Produkte reinpassen. Rein zufällig ein Produkt eines namhaften Herstellers mit drei Buchstaben gerade auch einfach das perfekt reinpasst, genau, und nicht klappert. Beim klappert Fahren, nicht, das sitzt perfekt. Einwandfrei. Okay. Und ja, ebenfalls und dabei ist ein Handyhalter, wie man ihn sonst aus dem Zubehör kennt. Der klemmt einfach nur das Telefon fest. Allerdings mit einem durchgeführten Loch, um den Ladeanschluss von unten mit einem USB-Kabel belegen zu können. Also es wurde doch schon einen Meter noch mehr gedacht, als jetzt nur aus dem, von der Tankstelle mitgenommen. In meinem Fall ist jetzt das iPhone, ja, XR hier drin. Wir haben es per Bluetooth gekoppelt und keine Angst, es ist GEMA-freie Musik. Raumklang ist okay. Kommt halt ganz auf die Box an, natürlich, ne, die man da verwendet. Du hast ja hier vorne auch noch allerlei möglichen Ablagesysteme. Also man muss die jetzt nicht hier reinstellen. Man kann auch jede x-beliebige Box irgendwo anders verstauen. Ne? Aber es gibt eine Sache, Steve, die habe ich noch nicht verraten. Und zwar hat der Hersteller einen OBD-Adapter mitgeliefert. Nein. Ja, und zwar original von Citroën ein OBD-Adapter, um den Wagen Informationen zu entlocken, die für den Fahrer relevant sein können. Und deshalb gibt es auch eine App dafür, zu der ich allerdings noch nichts sagen kann, weil wir weder den Adapter noch die App installiert haben, weil ich das den Kindern überlasse, sobald sie mit dem Wagen auf der Straße unterwegs sind. Dass sie dann sozusagen ihre eigenen... Wir sollen selber sich da durchforsten, was dieser Adapter macht, was der ausweist, ob der die Zellspannung gibt oder was auch immer. Das weiß ich alles nicht. Was da genau passiert, das sollen die Kinder mal selber erforschen. Da könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob euch das tatsächlich interessiert, was so eine App ausgibt, was die kann. Und dann werde ich Eriks Kinder belatschern, dass wir da nochmal eine Fortsetzung drehen. Ne? Also fassen wir nochmal zusammen. USB-A in der höheren Ausstattung, dann immer diesen Handyhalter hier, den man hier anbringen kann, aber auch jede andere Handyhalterung. Hier ist immer gleich eine Durchführung sozusagen fürs Ladekabel, wenn man dann den USB-A-Anschluss hat oder wenn man halt eine Powerbank jetzt hier unten irgendwo zu liegen hat oder sowas, kann man trotzdem, genau, das Kabel durchführen. Hier vorne so ein Loch für eine Bluetooth-Box, die man aber natürlich auch jede x-beliebige andere woanders hinbringen könnte. Das ist alles, was er an Entertainment-Paket hat. Er hat kein Radio. Und mittlerweile ist es ja in der EU Pflicht, dass alle neu zugelassenen Fahrzeuge oder PKWs DAB-Radio haben müssen. Aber das hat man ja schon im letzten Video geklärt, warum der kein Fahrzeug ist. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erik, hier war noch die Frage nach dem Wischwasser. Ist eine etwas ungewöhnliche Stelle, aber trotzdem relativ leicht zugänglich? Ja. Zeig mal bitte. Ich hätte sie vielleicht vorne erwartet. Aber Citroën hat sie nach hinten gebaut, und zwar ist sie hinter dem Fahrersitz in einer Wartungsklappe. Die ist also verschlossen mit solchen Kunststoffschrauben, wahrscheinlich über eine Münze, mit einer Münze zu bedienen, indem man die einfach dann verdreht. Und direkt dahinter ist der Wischwasserbehälter. Und daneben? Und wie ich feststelle, doch, ist sogar was drin. Und daneben sind alle denklichen Sicherungen drin. Können wir mal aufmachen. Da sieht man also die Sicherungsbox 1
Oder hier nochmal die zweite. So, jetzt haben wir ja schon einiges gezeigt. Erik, eine Sache haben wir gerade noch vergessen. Und zwar, da war die Frage, ob der Army einen Zigarettenanzünder hat. Einen Zigarettenanzünder hat er ab Werk nicht, sondern wirklich nur als, also in, im Inneren sozusagen als Stromausgang, nur in der höheren Ausstellungsvariante den USB-Anschluss, oder? Genau so ist es. Du wirst aber einen Zigarettenanzünder nachrüsten? Ja, alleine schon als potenzielle Idee der Energieeinsparung im Winter. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir Sitzheizung nachrüsten, entweder als Festeinbau oder eben als mobile Sitzauflagematte. Gibt es ja unterschiedliche Hersteller und Qualitäten. Und deshalb werden wir einen Zigarettenanzünder auf jeden Fall nachrüsten. Und das geht auch ganz leicht, weil der Wagen ein 12-Volt-Netz hat. Und das wird also unterstützt von einer ganz normalen Moped-Batterie. Also sprich, die Batterie hat diese Bauform, wie man sie aus Motorrollern und so weiter kennt. Die Frage war, na, was wäre denn, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel so flexible PV-Module raufklebe? Könnte ich den Wagen darüber laden, also mir sozusagen so ein Mini-Sono bauen? Um ehrlich zu sein, das halte ich für außerordentlich wahrscheinlich, dass man das kann. Also das ist so, dass der Wagen eben 48 Volt Bordnetz hat und das Leichte ist, die Batteriepole von dem Fahrzeug sind von hinten zugänglich. Und zwar bevor da also ein Ladegerät oder ähnliches angeschlossen ist. Das heißt, mit ein bisschen Fantasie und elektrotechnischem Sachverstand kann man sicherlich über ein PV-Modul, einen Wechselrichter sozusagen und ein bisschen Schutztechnik natürlich auf den Akku als Puffer draufgehen. Ja. Das halte ich also bei dem Wagen um Potenzen wahrscheinlicher als bei einem Hochvolt-Großserienfahrzeug. Okay. So, und dann sind wir ja schon wieder beim Akku und dann sagen wir noch, die Frage war, ist der Akku entnehmbar, wenn ich jetzt in der Stadt lebe? Nein, er ist nicht entnehmbar. Es gab auch die Parallele zu dem Silence S01 Roller, diesem spanischen Roller, den es jetzt auch als Seat sozusagen gibt. Der hat zufälligerweise die gleiche Akkukapazität, also 5,5 Kilowattstunden hat der Seat. Und auch 48 Volt, also sprich, das würde theoretisch passen. Und dieser Roller zeichnet sich dadurch aus, dass also der Akku an einem Trolley befestigt ist. Da sind also kleine Räder dran und der wiegt Größenordnung so um die 40 bis 50 Kilogramm. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch dieser Akku um die 40 bis 50 Kilogramm wiegen wird. Das heißt, selbst wenn er mobil wäre, wäre es jetzt eine Gewichtsklasse, die man einfach nicht mehr jemand zumuten würde, die, so wie es in den Kommentaren stand, in den dritten Obergeschoss zu bringen. Ja? Und du hast mir vorhin eine leichte Anekdote erzählt, und zwar speziell Landstraße. Das werden wir aber auch noch mal ein bisschen gesondert behandeln. Ihr fahrt sehr viel Fahrrad mit der Familie und es ist euch letztens passiert, dass ihr auf einer Route dann plötzlich 20 Kilometer auf der Bundesstraße fahren musstet. Der Radweg ist, sagen wir mal so, wir waren schlecht vorbereitet. Wir haben also die Radwegeplanung nicht vollendet. Wir haben also uns darauf verlassen, dass unser Radnavi richtig plant. Und nach 20 Kilometern war sozusagen festzustellen, dass wir mitten auf der Bundesstraße waren und es keine Alternative gab. Und wir mussten dann 20 Kilometer Bundesstraße fahren. Mit zwei Kindern, wie gesagt, 14 und 12. Und da ist es natürlich so, dass laut Gesetzgeber der Überholabstand auf einer Bundesstraße 2 Meter beträgt. Also 2 Meter heißt automatisch, der Überholende ist auf der gegnerischen oder auf der Gegenfahrbahn drauf. Die Realität ist natürlich die, dass entweder abgebremst wird und man wird als Radfahrer schmal überholt, um eben nicht in den Gegenverkehr zu fahren und sozusagen sich selber nicht so sehr abzubremsen. Damit ist man natürlich als Fahrradfahrer in der Opferrolle, weil man mit keinem der anderen Verkehrsteilnehmer konkurrieren kann. Also weder von der Geschwindigkeit noch von der Sicherheit. Und ein ähnliches Spiel haben wir natürlich mit diesen Fahrzeugen in dieser Fahrzeugklasse, wobei hier natürlich das Überholen unausweichlich auf der Gegenspur erfolgen muss. Und was mich halt daran so ein bisschen stört, ist der Gedanke, dass der öffentliche Verkehrsraum den Autos vorbehalten ist oder den schweren Fahrzeugen. Diesen Verkehrsraum gibt es, der heißt dann Autobahn oder Kraftfahrtstraße, da muss man mindestens 60 Kilometer pro Stunde fahren können. Aber alles andere ist ein Verkehrsraum, der also für alle Verkehrsteilnehmer da ist. Und dieser Gedanke, der ist bei sehr vielen Verkehrsteilnehmern scheinbar nicht mehr extrem präsent. Ja, da kamen auch einige Kommentare, die auch sagten, eben, die eben genau darauf zu sprechen kamen, auf so sehr waghalsige Überholmanöver. Der Army ist jetzt kein PKW, deshalb gibt es dafür keinen Euro-NCAP-Test. Genau. Der ist nicht notwendig, aber ich verlinke mal hier unten so ein paar Sachen. Ich habe so ein paar Berichte gefunden, wo es zu Unfällen kam, ja. Unter anderem mit dem Army, und der sah
erstaunlich gut dann noch danach aus. Wir kennen sicherlich dieselben Bilder, die in Frankreich passiert sind. Jemand ist auf eine Schnellstraße gefahren, es kam zu Unfällen. Ich möchte nochmal unterstreichen, der Wagen hat im Prinzip einen Aufbau wie ein Motorsportfahrzeug. Das heißt, es ist ein Gitterrohrrahmen aus Metall. So würde man jeden Sportwagen aufbauen für die Rennstrecke. Und der ist dann beplankt mit Kunststoffelementen. Das heißt, das, was wir hier draußen sehen, das hat also keine tragende Funktion oder irgendwas. Das ist einfach nur Deko. Das sind Deko-Teile, wie man das bei einem anderen PKW auch hat. Nur, dass es eben keine selbsttragende Blechkarosserie ist, wie es bei dem ID3, sondern es ist ein Gitterrohrrahmen aus geschweißten Metall-Normbauteilen, würde man fast sagen. Und das zieht sich durch bis hier oben rein. Also man kann natürlich auch unten unter das Fahrzeug schauen, das sind alles Stahlträger. Ja. Die zum Teil, das muss ich dazu sagen, zum Teil sind die also angeschlitzt ab Werk. Ich mutmaße, dass Citroën damit die Absicht verfolgt, dass bei einem Crash bestimmte Bauteile eben doch nachgeben und so eine Art Sicherheitszelle entsteht. Aber das sind reine Mutmaßungen. Natürlich ist es kein Fahrzeug, was jetzt Sicherheitsfeatures aufweist wie ein aktueller PKW. Kann es nicht, Punkt. Aber es weist mehr Sicherheitsfeatures auf als ein Motorroller. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Da war eine Frage nach Airbag. Hat der Army in irgendeiner Art und Weise ein Airbag? Nein, er hat keinen Airbag. Hat er nicht. Also okay. Die einzige sozusagen Sicherheitsvorkehrung ist der Sicherheitsgurt. Mhm. Also ganz normale Dreipunktgurte, wie man sie aus dem PKW kennt. Und das ist, glaube ich, schon das ganze Ende der Sicherheitsfeatures. Er hat auch kein ABS. Ja, okay. Kein ABS, kein Airbag. Also das Ganze ist schon sehr minimalistisch. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja. Mhm. So, Erik, Gitterrohrrahmen, Plastikbeplankung. Rost ist kein Thema, oder? Doch, Rost ist ein Thema. Ich gehe davon aus, dass der Wagen rein von der Konstruktion, also von der Kalkulation und auch von der Qualität am Band nicht ausgelegt war, um jetzt 10, 15 Jahre alt zu werden. Und deshalb gibt es quasi keinerlei Konservierung. Also die Metallbauteile sind lackiert, aber das war es dann auch. Und davon auch noch wenig Farbe. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, bevor der ein einziges Mal Regen abbekommt, haben wir den zu einem Fachmann gegeben und der hat den einmal komplett konserviert. Bevor der Wagen nicht daran stirbt, dass es der Akku nicht überlebt hat, sondern dass er dann halt vom Grundgerüst her irgendwie dahin rostet. Genau, oder sowas, also mit zunehmendem Alter, es gibt ja die These, dass die Akkus sehr lange halten. Ich unterstütze die. Und es kann also sein, dass man dann in späteren Jahren eher das Problem hat, den Wagen zu erhalten als den Akku. Und da, desto eher man mit der Vorsorge beginnt, desto weniger tritt das Problem auf. So, und jetzt hängt hier das Kabel so lustig aus dem Türgriff raus. Ja. Und dann kommt man dann nämlich auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, wir haben ja gerade gesagt, der Akku ist nicht entnehmbar, nicht tragbar. Der Wagen hat ein fest angeschlagenes Schuko-Kabel. Ich würde mal sagen, was sind das? 3 oder 4 Meter so in dem Dreh, oder? Das sind genau. Ich glaube, wir haben es mal nachgemessen. Es sind, glaube ich, 3,50 Meter, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Kabel sieht man jetzt auf dem Video vielleicht nicht, aber das Kabel fühlt sich an von der Flexibilität, vom Material, als wäre das gerade frisch aus irgendeinem Staubsauger ausgebaut worden. Ja, 1,5 Quadrat. Genau, ja, es fühlt sich wirklich an wie so ein typisches Staubsaugerkabel. So ist es, ja. Aber im Gegensatz zum Staubsauger ist hier nicht so eine Rolle drin, auf der man es aufrollen kann. Nein. Sondern hier ist so ein Fach sozusagen drin, wo man das Kabel, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, reinstopft. So ist es. Ja, und dann nimmt man so viel Kabel, wie man braucht, um an seine Steckdose ranzukommen. Genau. Führt es hier durch so eine Halterung, damit das Kabel eben in der Tür nicht abknickt. Genau, also hier ist ja so eine Kabelführung montiert. Ich glaube, wir haben es im Video drin, oder? Ja. Eine Kabelführung montiert, die das dann sozusagen durch diesen Türöffnungsschlitz durchführt, dass es also nicht geklemmt ist. Genau, so und jetzt hängt das hier und dann war aber die Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich keine Steckdose habe oder wenn ich jetzt in einer Mietwohnung wohne oder sowas, ja. Da habe ich ja keine Schuko-Steckdose auf der Straße. Oder an immer weniger Ladestationen hat man ja das. Es gibt ja noch einige alte, da hat man das. Ja. Was mache ich dann? Dann schaut man sich bei dem Elektrofachmarkt seines Vertrauens um und kauft für Größenordnung 120 Euro einen Adapter, der von Schuko auf Typ 2 einphasig adaptiert. Und dann kann man die Ladesäule auch öffentlich benutzen. Genau, und dann kann man, wenn man jetzt sagt, man möchte es abzugsicher haben, gibt es dann ja noch Schlösser hierfür, das kennt ihr ja sicherlich, für allgemeine Kabelverlängerung und so weiter und so fort. Ja, und damit kann man den Wagen halt auch öffentlich laden. Genau. Der lädt dauerhaft mit
Der lädt dauerhaft mit einem Wert, der in der Größenordnung 1750 Watt liegt. Also 1,7 kW? 1,7 kW. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten Elektroautos auf 2,3 kW an einer Schuko-Steckdose ausgelegt sind, ist es also nochmal etwas weniger. Und ich behaupte, wenn die Steckdose per se und die Elektrik dahinter in einem guten Zustand ist, ist es also auch ein dauerhaftes Programm, was man über Jahre durchführen kann. Das hat wahrscheinlich Citroën deshalb gemacht, weil man kann ja im Army, hast du mir erklärt, nichts einstellen. Man kann keine Ladeleistung limitieren. Nein, nein. Das heißt also, um hier wirklich wegen des Schuko-Anschlusses auf Nummer sicher zu gehen, wahrscheinlich um die Steckdosen, an denen man sich anschließt, nicht dauerhaft zu hoch zu belasten. Genau. Deshalb hat man das wahrscheinlich auf dauerhaft 1,7 kW limitiert. Ich komme zurück zu unserem ersten Video. Das braucht keine Ladeinfrastruktur. Ja. Natürlich brauchst du die, aber wenn man sich überlegt, hier liegen jetzt an, das ist dreiphasig, 22 kW, also dreiphasig, 22 kW. Wir nehmen davon eine Phase mit 1,7 kW. Kann man sich also vorstellen, wenn wir also wieder an großen Mengen denken, nochmal Mexico City, 8 Millionen Einwohner, dann fängt natürlich kaum vorstellbar jemand an, CCS-Säulen aufzubauen oder solche Ladestationen aufzubauen, sondern es muss einfach viel und billig sein. Und da sind wir also in der Dimension, was wir gerade schon gesagt haben, 1,7 kW ist also ein Staubsauger, ein Föhn, ein Toaster. Ja, mit der gleichen Menge so könnte es, man 11 Fahrzeuge aufladen. Ne? Ja, so ist es, ja. Erik, eine große Frage war noch, hat der Fernlicht, LED-Beleuchtung und so weiter, Ambiente-Licht und wahrscheinlich Kurven, adaptives Kurvenlicht? All das hat er nicht. Okay. Ja, doch, er hat ein Feature hat er. Er hat also LED-Beleuchtung. Ja. Und die ist gar nicht schlecht. Also die ist sogar erstaunlich hell. Das können wir natürlich jetzt hier nicht demonstrieren, aber der hat LED-Beleuchtung, die hell ist. Aber er hat kein Fernlicht und er hat keine Lichthupe. Und keine Lichthupe ist nachteilig, wenn man zum Beispiel sich mit jemand anders mal unterhalten möchte, nach dem Motto, fahr du mal zuerst oder ich bleib hier stehen, fahr um das Auto herum etc. Dann müsstest du, nee, das Licht ist immer an. Das heißt, also du kannst auch nicht sagen, ich mach mal kurz Licht an, Licht aus. Genau, das geht auch nicht. Deshalb, das ist das Zweite, was wir noch einbauen werden. Wir werden aus dem Zubehör einen Satz gelbe Nebelscheinwerfer kaufen. Ja. Mit einem E-Kennzeichen, die also allgemein geprüft sind. Und die werden wir also hier unten mit einbauen. Gelb deshalb eben als kleine Hommage an die frühere Beleuchtung von den französischen Fahrzeugen. Ja. Und E-Kennzeichen, was legal ist. Und vor allen Dingen, weil man die eben dann ein- oder ausschalten kann und damit jemand anders etwas signalisieren kann. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass es da keine Lichthupe oder so ähnliches gibt. Ja. Aber gut ist schon mal, dass es LED-Beleuchtung sind. Die Blinker sind auch alles LEDs. Ne? Genau. Und gut, Fernlicht braucht man wahrscheinlich bei der Geschwindigkeit nicht. Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, aber man, also... Ich hab mal gehört, dass diese Fahrzeugklasse, also speziell mein Roller, ja, der hat ja Fernlicht. Da wurde mir mal gesagt, dass das dürfe diese Fahrzeugklasse gar nicht haben. Ich habe dazu leider noch nichts gefunden. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie es bei der Fahrzeugklasse ist, ob es da einfach kein Fernlicht vorgesehen ist und die Chinesen das mir was Gutes tun wollten. Das, ja. Okay, dann Fahrzeugfarben. Fahrzeugfarben, es gibt meines Wissens nach diese eine Farbe. Ja. Das ist ein durchgefärbter Kunststoff. Er ist also nicht lackiert, sondern das ist die Farbe des Kunststoffs. Und soviel ich weiß, gibt es die Cargo-Version. Es gibt ihn also auch als Cargo-Version. Da ist ja der Beifahrersitz raus und dafür eine größere Box eingebaut. Die gibt es meines Wissens nach auch in weiß, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, und alles andere, was man sieht, ist dann irgendwie foliert oder genau, lackiert oder sonst irgendetwas? Der Wagen, der steht ja schon in großer Stückzahl in Paris und im Sharing-Modell, wenn man so möchte. Und dort sind die also foliert mit künstlerischem Hintergrund sozusagen. Okay. So, Fahrzeugfarbe, Licht haben wir. Beim LED-Licht haben wir auch angesprochen, weil die Frage war ja H4, ja, H7, whatever. Ja. Er hat einen normalen Scheibenwischer. Genau. Ne? Ganz normal, handelsüblich, kriegt man überall zu kaufen. So, und dann wäre jetzt die Frage noch nach den Versicherungskosten, Steuer etc. pp. Genau. Ist ja, also sagen wir mal so, der Wagen ist steuerfrei. Also der Wagen ist steuerfrei. Der ist also auch nicht amtlich zugelassen. Man geht also nicht zur Zulassungsstelle, sondern man geht wie mit einem Moped zu seinem Versicherungsvertreter oder zu einer Online-Versicherung, gibt die im COC-Dokument, dem vermeintlichen Fahrzeugbrief, hinterlegte Fahrgestellnummer an.
die Fahrzeugklasse und bekommt dann dafür ein Versicherungskennzeichen, welches jährlich ausgetauscht wird. Und dieses Versicherungskennzeichen oder diese Versicherung, die man dort abschließt, die hat zumeist die Fragestellung, ob es eine Haftpflichtversicherung ist oder eine Haftpflicht- und eine Teilkasko. Es gibt die auch als Vollkaskoversicherung, muss man etwas suchen. Und dann wird noch die Frage gestellt, ob das Fahrer dieses Fahrzeug führen, die unter 23 Jahre alt sind, weil damit eben das Risiko natürlich etwas höher ist. Danach differieren die Tarife. Ich meine, es geht los bei Größenordnung 100 Euro Haftpflichtversicherung pro Jahr. Also wir fassen zusammen, ne? Führerscheinklasse AM genau. Sind genauso wie die kleinen 45er Roller. Das heißt also die mit dem kleinen Kennzeichen. Richtig. Letztes Jahr war es schwarz, dieses Jahr ist es hellblau. Richtig, genau. Ne? Und die Jahreszahl steht auch immer unten drunter. Genau, ja. Und das muss dann halt jedes Jahr neu gekauft werden. Richtig. Man kriegt dann eine Erinnerung von der Versicherung. Hier möchtest du nächstes Jahr immer noch mit diesem Fahrzeug. Dann kannst du einfach einen Überweisungsträger ausfüllen. Kriegst dann das Kennzeichen zugesendet. Und damit wird das betrieben. Man muss jetzt nicht extra Kfz-Steuer bezahlen. Man muss jetzt nicht extra irgendwie zur Zulassungsstelle gehen oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur dieses mit dem COC-Papier zum Versicherungsgeber sozusagen hin. Man kann vieles auch schon online machen, genau. Wo man die Daten einfach einträgt, kriegt es dann zugeschickt. Aber es gibt ja auch Versicherungsbüros, wo man hingeht und das Kennzeichen dann direkt mitnehmen kann. Dann kommen wir mal direkt von den Kennzeichen von der Fahrzeugklasse zu 10 km/h mehr. Eines der häufigsten Kommentare war, ja, für mich leider unbrauchbar, wenn er wenigstens 60 fahren würde. So wie früher die S51 von Simson. Richtig. Kennt man noch, die fahren ja hier in der Gegend auch noch einige rum. Ja, Bestandsschutz könnte man sagen, ne? Ja, das ist direkt im Einigungsvertrag geregelt, wie damit umgegangen wurde. Da gibt es auch ganze Foren, die sich damit beschäftigen, welche Rahmen von Simson noch 60 km pro Stunde fahren dürfen und ab wann sozusagen dann diese 50er- bzw. 45er-Regel gilt. Also das ist schon natürlich ein heißes Thema und man kann sich dieses anschauen, die Simsons, die werden also zu hohen Preisen ab 2000 Euro mehr gehandelt, weil eben das natürlich einen gewissen Reiz hat, 60 mit einem AM-Führerschein fahren zu dürfen. Der fährt 45, ist das ein Problem? Ich kann mir, oder sagen wir mal so, der Wagen, wie er hier steht, hat jetzt 100 Kilometer gelaufen. 100 Kilometer sind nicht 1000, sind nicht 10.000, also unser Erfahrungsschatz ist noch sehr gering. Aus der Fantasie heraus würde ich sagen, es ist kein Problem. Es ist, weil es sich anders anfühlt für den Folgeverkehr, wenn augenscheinlich ein Fahrzeug vor mir fährt, was 45 fahren kann und nicht mehr. Da ist das Gefühl des Hinterherfahrenden für sozusagen die Nötigung, langsam fahren zu müssen, ein anderes, als wenn es ein normaler Pkw wäre. Also dieser Wagen, so ist unsere Erfahrung bis jetzt, der weckt also extreme Sympathien. Auch bei den Überholenden, also wir haben Dinge erlebt, wir werden überholt mit Daumen hoch und Fotos machen. Weil eben klar ist, der Wagen möchte kein Auto sein im klassischen Sinne. Er ist ein Mobilitätskonzept, auch wenn er zwei Spuren hat, also ein Zweispurfahrzeug. Und eben diese zwei Spuren und seine Breite, dass die zwei Fahrgäste sozusagen nebeneinander sitzen und nicht jetzt irgendwie hintereinander. Ein Punkt, der noch in einigen Kommentaren kam, ist, wenn ich jetzt da mit 100 über die Landstraße fahre und dann kommt der plötzlich und dann fahre ich über eine Kurve und dann plötzlich hinter der Kurve ist der. Ja. Siehst du das als Problem oder sagst du, die Beleuchtung ist hell genug oder ist die Differenz einfach zwischen 45 und 100 zu groß? Mal jetzt einfach davon abgesehen, dass wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle auf der Landstraße nur 100 fahren, so wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Ja, also grundsätzlich teile ich das Risiko, also die Einschätzung des Risikos, das ist ein Problem. Ich würde mir wünschen, dass also die Differenz geringer wäre. Nur zur Information, in Frankreich fährt man auf Bundesstraßen 80, nicht 100, bei hohen Strafen. Da haben wir also die Geschwindigkeitsdelta nimmt also dort ab. Hier haben wir sozusagen die 100 km pro Stunde. Und es kann genau zu der Situation kommen, ein Verkehrsteilnehmer kommt über eine Kuppe gefahren, um eine Kurve gefahren und erschrickt vor einem unerwartet langsam fahrenden Fahrzeug. Das kann es geben, das möchte ich auch nicht kleinreden. Das Risiko ist da und damit müssen wir einfach leben. Ja. Ihr könnt jetzt gerne einen Shitstorm loslassen in 3, 2, 1, gerne unten in die Kommentare. Vom Grundsatz her ist es die Diskussion für mich sehr ähnlich wie das Thema, ich lasse mein Kind nicht mit dem Fahrrad in die Schule fahren, weil der Autoverkehr dorthin zu gefährlich ist. Also sprich, ich nehme selber sozusagen an dem Autoverkehr zusätzlich teil, baue Verkehr auf, um sozusagen mein Kind davor zu schützen,
Das ist mit dem Fahrrad, also unterlegener Verkehrsteilnehmer, mit dem Autoverkehr mitlebt. Und ich glaube, diese Spirale nach unten zu durchbrechen, das halte ich für eine große gesellschaftliche Aufgabe. Dass es nicht ein Ami sein wird, das ist sonnenklar, das ist also ein Riesenthema. Ich denke einfach, dass dieses Selbstverständnis, was heute existiert, dass die Höchstgeschwindigkeit innerlich noch mit 20 Kilometer pro Stunde addiert werden kann, weil es noch keinen Ärger in Flensburg gibt, weil es nur Geld ist. Also all diese Denkprozesse, die am Hintergrund stattfinden, die sind im Prinzip schädlich, natürlich für solche Fahrzeugkonzepte. Andersrum sehe ich das so, wenn man sich darauf einlässt, auf das Einhalten der Verkehrsregeln, das Befolgen der, sag ich mal, planerischen Ziele, dass einige Städte schon auf 30 runtergegangen sind. Wenn man also erkennt, dass es nicht gegen den Menschen gerichtet ist, sondern für den Menschen da ist, sozusagen für viele Menschen eine neue Lebensqualität darstellt, es ermöglicht, dass vielleicht viele das Fahrrad benutzen, weil eben das Fahrradfahren auf Straßen, in denen auch Autos fahren, nicht mehr so gefährlich erscheint, als würden die Autos schnell fahren. Also wenn man das so sieht, dann müssen sich einfach nur viele auf den Weg machen und diesen Weg beschreiten. Ja. So, Erik. Kommen wir aber noch zu einer Frage, Kindersitz. Kann ich hier einen Kindersitz in den Army reinmachen? Also Isofix sehe ich schon mal, hat er nicht. Isofix hat er nicht. An der Stelle können wir sagen, geht nicht. Aber alle anderen Optionen, wie man einen Kindersitz, respektive eine Kinderschale, eine Sitzerhöhung befestigt, sind alle gegeben. Der Raum ist groß genug, die Gurtpeitschen lang genug. Also das geht. Okay. Sind normal breite Sitze, sind normal ergonomisch geformt. So ist dementsprechend es, ja. Kann man da alle möglichen Kindersitze drauf anbringen. Ja. Okay. Und ich habe ja gerade die Tür aufgemacht. Zentralverriegelung. Hat er natürlich nicht. Du hast den Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe tatsächlich einen Schlüssel. Da ist er. Klassischer, ganz klassischer Schlüssel. Zwei, ja. Schlüssel sind es sogar. Zwei Schlüssel. Also das ist sogar extrem klassisch. Sprich, einer für das Zündschloss, der große, und der kleine für die Türen? Richtig. Okay. Also es gibt zwei Türschlösser, die sind gleich, und das Zündschloss, das war's. Okay, und die Zentralverriegelung ist nicht gegeben, das heißt also, du musst von außen beide aufschließen, oder gibt es hier eine Möglichkeit von innen sozusagen für den Beifahrer, das Ding aufzumachen? Von innen auf geht sie immer, sie geht halt nur nicht von außen auf. Okay. Also wir testen es mal. Wir schließen hier ab. Dann greift der Steve durch die Tür und versucht, sie zu öffnen. Jetzt muss ich erstmal diesen Pönöbel finden. Genau. Wo war denn der? Da ist er. Also das geht. Also von innen kannst du öffnen, ne? Wenn du jetzt als Fahrer den Beifahrer aufmachen möchtest. Genau. Aber von außen geht es halt eben nicht. Aber eine Zentralverriegelung ist nicht vorhanden. Gut, ist bei dem Konzept wahrscheinlich verschmerzbar, glaube ich. Ja. Es gibt auch keine elektrischen Fensterheber. Oder wir tun mal so. Das heißt, ja. Man muss, es geht ums Weglassen. Ne? Die Überschrift hier ist hier alles weglassen. Ja, und trotzdem nicht, Achtung, alles weglassen, aber keinen Blödsinn konstruieren. Und das haben sie gut gemacht. Ja, vielen Dank, Erik. Ich hoffe, für euch war es interessant, mal zu sehen, was denn so der Army alles bietet und was er nicht bietet. Und wenn euch das Thema noch interessiert, wo man den Army jetzt zu kaufen kriegt und wie du diesen Import gemacht hast, dann muss ich euch leider auf ein separates Video vertrösten, denn wir wurden immer angemeckert, unsere Videos sind zu lang. Deshalb cutte ich es halt einfach in zwei Videos. Es ist eure Schuld. Tut mir leid. Ihr habt also ich zähle geholt. Drei, aber okay. Ja gut, in Summe sind es dann drei Videos. Ja. Und dann, wie gesagt, wenn es schon fertig ist, dann verlinke ich auch das hier oben. Guckt euch das an, dann werden wir jetzt gleich im Anschluss noch darüber sprechen. Wie läuft der Import? Wir werden mit deinem Sohn sprechen. Wie findet er das Fahrzeug? Wurde er von dir genötigt, das Richtig. Fahrzeug zu fahren? Richtig. Und, wie hast du das Fahrzeug importiert? Wie hast du es erlebt? Und wo können vielleicht andere Leute so ein Fahrzeug sich besorgen? Gerne. Na? Dann, wie gesagt, nochmal danke. Gerne. Danke an euch fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann schreibt aber auch in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit wir wissen, welchen eurer Wünsche wir ignorieren können. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal, wenn ihr den Kanal abonniert. Ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.